Boah, die Ermittlungen machen mich richtig, richtig hungrig. Ich glaube, ich hole mir hier mal einen Burger, Alter. Ich habe richtig Bock drauf. Hallo? Hallo? Ich will einen Burger mit Cheese. Officer Butter. Officer Chicken. Nee, halt. Officer, ich bin nicht Chicken. Ja, stimmt. Bruder. Officer Kidman. Ja, sag einfach ja. Kommen Sie schnell in die direkt. Ich komme. Ich hab eigentlich gerade Mittagessen gehabt. Aber ja, okay, ich bin ein guter Cop. Ich komme. Junge. Wer packt? Digga, das gibt's nicht. Immer dieser Officer. Hey, lass mein Auto in Ruhe. Immer dieser Officer Kidmave, der meinen Parkplatz klaut. Junge, noch so ein Spruch. Nasenbruch. Okay, was. Officer Kidmave, was gibt's? Was gibt's, Bruder? Wir haben einen Anruf bekommen von einer besorgten Hausfrau. Okay, let's go. Ja, wo müssen wir hin? Lass erstmal hin. Ich kann alles erklären. Okay, auf dem Weg. Let's go. Wir nehmen meinen Karren. Steig ein. Ja. Officer Kidmave, Waffen brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee, wir gehen in Zivilen. Alles gut. Okay, alles klar. Wir gucken nur nach, weil die hat das angerufen. Und auf einmal habe ich einen Schrei gehört und auch so ein Klatschen und dann war direkt Anruf weg. Hä? Okay, komisch. Wo geht's denn lang, Officer Kidmave? Das Navi ist immer noch an. Ach ja, stimmt. Aber gut, ist, auf jeden Fall sollte es hier ungefähr, ne? Ja, ja. Ja, ab hier haben wir nicht wirklich mehr. Okay, dann park ich mal. Signal. Ja, gut geparkt auf Bürger. Also auf jeden Fall hier irgendwie in der Nähe von diesem Hotel. Ich kann nicht genau sagen, von wo das Ganze kam. Ja, ja, hier ist aber noch keiner irgendwie. Aber auch kein Personal hier. Ja, überhaupt nicht. Heffi, hol mir sofort ein Bier. Muss ich das jetzt wirklich? Hörst du das? Ja, wo ist es? Heffi, jetzt ein Bier. Ist nicht Bier. Hilfe! Ey, hast du die Schläge gehört? Ja, ja, ich hab's gehört. Ey, die sind hier hinten. Komm mit, in dem Haus hinten. Tanze mir mal. Ich möchte nicht. Ich tanzen. Officer Kidmave, wir brechen durch. Ja, Sie machen die Tür auf und ich gehe rein. 3, 2, 1, los. Hey, was soll das hier? Was soll das hier? Mein Kopf. Officer Kidmave, stehen Sie auf. Was passiert? Ich weiß nicht, ich habe richtig Kopfschmerzen. Wir müssen Sie befragen. Hey, Sie, Ma'am. Ja? Stehen Sie auf. Was ist hier passiert? Was ist passiert? Wurde geschlagen von meinem Mann. Ist das jetzt nur einmal passiert oder öfter? Der macht das jeden Tag. Jeden Tag? Oh, bitte, ihr müsst mir einfach helfen. Das ist häusliche Gewalt. Ich schau mal nach, ob ich noch irgendwo finden kann hier. Okay. Aber tut ihm nicht weh. Ja, kommen Sie mit mir mit. Ich fahre Sie nach Hause. Kommen Sie mit. Oh, kommen Sie mit, wir fahren Sie nach Hause. Steigen Sie ein. Okay. So, steigen Sie vorne ein. Genau hier, beim gelben Auto. Ah, okay. Da wohne ich. Okay, kann ich hier in die Einfahrt? Ja, könnt ihr machen. Okay, gehen Sie schon mal rein, wir kommen gleich nach. Officer Kidmave. Ja, hier liegt eine Waffe. Alter, denkst du, sie gehört denen? Ich glaube, ich nehme die mal mit. Aber wer legt denn die Waffe einfach so in die Einfahrt? Ich weiß nicht, dürfen wir reinkommen? Ja, kommt rein. Sind die Fenster kaputt, oder? Warte. Ja. Hat er dich durchs Fenster geschmissen? Hat er sie durchs Fenster geschmissen? Deswegen sind die Fenster kaputt? Nicht nur einmal. Okay. Ich muss das jeden Tag erleben. Setzen Sie sich mal hier hin. So, erzählen Sie uns doch mal, was mit Ihrem Mann ist. Warum schlägt er Sie jeden Tag? Ich weiß nicht, das war früher nicht so. Der wird immer verrückter. Der ist einfach ein Psychopath. Jeden Tag schlägt er mich. Ich soll das und das tun. Ich muss dem jedes Mal alles bringen. Okay, und haben Sie vielleicht einen Verdacht, warum es sein könnte? Oder hat der vielleicht irgendwelche Sachen, wo wir mal schauen könnten, warum das so sein kann? Ich weiß es nicht so genau. Er ist oft unterwegs und er arbeitet ziemlich viel in seinem Arbeitszimmer. Können wir das vielleicht mal sehen? Er hat einen Schlüssel hier versteckt. Egal, wir brechen die Tür ein. Officer Kidmave, stehen Sie auf. Ja, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das mal. Okay, ja. Das ist genau hier, okay. Aber bitte machen Sie nicht zu viel kaputt, sonst Officer kriege ich Kidmave. Ärger. Officer Kidmave, Sie wissen, was zu tun ist. Brechen Sie die Tür ein. Ja, eintreten, warte. Okay, komm. Hab aufgebrochen. Okay, boah, warte mal. Boah, Junge, stinkt's richtig. Digga, hier riecht's. Ey, guck Digga, mal. Frau Kachba? Frau Chaya? Wem gehört eigentlich wem das Bett? Also von wem ist... Was ist denn das hier? Also hier, das ist meins und das ist von meinem Mann seins. Das rechte. Okay. Ey, Officer. Ja. Gehen Sie raus. Bleiben Sie hier stehen. Ja. Schauen Sie mal her, hier hinten ist eine Box hinter dem Bett. Okay, was ist da drin? Holen Sie es raus. Ich guck mal nach. Das ist ein Tagebuch. Denkst du, wir können einfach da reingucken? Ja, mach doch, Mann, wir sind Bullen. Alle Seiten sind leer, außer die letzte. Da stehen drei Sätze drauf. Da steht drin, mich gibt es schon von Anfang an. Bin so beliebt wie an Thanksgiving Lamm. Also wie Lamm an Thanksgiving wahrscheinlich, meint er. Und von der Ecke der Map kommst du an mich ran. Ja, genau. Was ist das? Die drei Sätze sagt er immer, er ist besessen davon. Jedes Mal sagt er das. Okay. Vor allem diese Seite ist rausgerissen. Also entweder hat er sie geschrieben oder jemand anderes. Wir müssen die schnappen, Digga, bevor irgendwas passiert. Okay, genau. Frau Chaya, danke. Danke für den Kaffee. Wir gehen dann jetzt, okay? Hier Kuss. Links. Rechts. Aber Dings. Aber wie soll ich mich jetzt verhalten, wenn er wieder nach Hause kommt? Ach, alles gut, alles gut. Ich geb dir. Hier. Was denn? Nehmen Sie. So machen wir das immer ran. Nehmen Sie das und schießen Sie ihn einfach ab, okay? Ja.
Ja, steig du schon mal, mach du schon mal das Auto klar, ich komm gleich wieder. Ja. Ich geh jetzt unter die Dusche, Frau Chaya. Frau Chaya. Ja. Gib mal Nummer. Ja, aber können wir nur bitte per SMS schreiben? Okay, danke. Oh, Officer Kidmaid. Was, was soll das? Digga, ich hab geklärt. Officer Kidmaid, lass mal an der Tankstelle was essen und da den Brief identifizieren. Also richtig und gucken, wo es Boah, ist. Boah, da hinten ist einer. Boah, Digga, mein Lieblingsdiner, Digga. Oh, Ding, hast du gerade Sirene gehört? Ja, das war aus Versehen. Ich hab aus Versehen okay. Mal hier rein und... Oh, Junge! Officer Kidmaid, lesen Sie mal mir wieder die Tatsachen vor und ich öffne unsere Karte. Okay, ich hab die Karte offen. So, Sie dürfen anfangen. Notiz Nummer 1 steht drin, mich gibt es schon von Anfang an. Also ein Ort, der schon von Anfang an... Mich gibt es schon von Anfang an. Das sollte eigentlich eher die grüne Fläche gemeint werden. Ja, das sowieso. Also etwas, was nicht groß geändert wurde, wie zum Beispiel Fatal Fields, Salty Springs, Tilted... Retail Pleasant Lonely, Park, Wailingwood... Junction, Haunted sind ja auch lange da. Haunted ist aber neu. Stimmt, aber also, Junction gibt schon länger. Junction gibt schon lange. Okay, lesen Sie mir den zweiten vor. Bin so beliebt wie Lamm an Thanksgiving. Und... Vielleicht wissen Sie es ja, Anfangsgebung ist wirklich fast jeder richtig, Lamm. Richtig, das ist also richtig. Also Lamm und Truthahn. Sprich, es ist also ein ziemlich beliebter Ort. Mhm. Also kann es sein, dass es vielleicht Retail Road oder Pleasant Park. Tilted oder Pleasant Park. Naja. Und das letzte ist, von der Ecke der Map kommst du an mich ran. Heißt, okay, was? Dann kann es Pleasant Park nicht sein. Von der Ecke der Map kommst du an mich ran. Vielleicht ist es Retail Road gemeint, weil wenn du mal genau hinguckst, fehlt so eine Straße von der... Nee, aber eine Ecke ist ja oben so, ne? Richtig. Deswegen denke ich eher Wailing Woods, aber das ist doch nicht beliebt. Ja, oder Lonely Lodge. Was könnte es sein, mein Lieber? Oder vielleicht ist es doch Pleasant Park, weil wenn du mal guckst, Junction ist ja genau die Ecke. Der richtig. Und wenn du dann die Straße verfolgst, kannst du bis mit der Straße bis zu Pleasant Park gehen. Stimmt. Wenn du hier die Straße entlang gehst, bist du irgendwann bei Pleasant Park. Stimmt. Also kann sein, dass vielleicht Pleasant Park genau, ist. Genau, okay. Okay, Officer Kidmaid, machen Sie sich ready. Wir müssen uns... Warte, ich esse noch auf. Ja, Junge, okay, warte. Das ist ein bisschen... So, ich würde mal sagen, wir rüsten uns jetzt aus und dann gehen wir nach Pleasant. Ja, ich bezahl kurz. Geh schon mal Auto haben. Officer Kidmaid, wir sind da. Ja. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch den Verrückten finden. Steck schon mal aus, eben, deswegen, okay. Wenn wir fahren, hört er uns. So, und Waffen raus. Okay, let's go. Beine sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, warte, wir müssen in Deckung, das. Okay. Oh mein Gott. Okay, bleiben Sie hier, in Deckung. Warte, gib mir das Megafon. Ah, gib mir das Megafon. Hier. Okay. Danke, okay. Herr Chaya. Was wollen Sie? Hören Sie mich? Ich höre Sie. Was ist los? Warum schlagen Sie Ihre Frau? Ey, komm mal hier hoch. Meine Frau ist meine Tochter. Es ist deine Tochter. Warum sagt sie dann, dass es deine Frau ist? Keine Ahnung, die ist behindert. Auf jeden Fall kriegt ihr mich nicht. Ergeben Sie sich freiwillig. Ergeben Sie sich freiwillig oder. Ihr könnt ja versuchen, ihn halt zu machen. Schau mal da hinten, aufs Feld. Okay, ja. Okay, Digga, okay. Plant der Typ einen Terroranschlag? Digga, sind das Bomben? Ey, wenn der jetzt einen Terroranschlag. Herr Chaya, was soll das auf dem Footballfeld? Das ist meine eigene Atombombe. Oh mein Gott, was ist das für ein Verrückter? Komm mit. Ey, pass auf, warte. Das Ding ist, Kidmaid. Ja? Scheiß mal auf das Mikro. Okay. So. Er ist da oben immer noch. Okay. Dann will ich versuchen, irgendwie da reinzukommen. Du musst ihn ablenken. Okay. Irgendwie. Lass mich raus, geh raus. Du musst ihn ablenken und ich geh hinten rein. Komme! Okay. Ey. Er kommt. Ey, Angriff, Zugriff! Bleiben Sie stehen! Okay, warte, ich schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Er ist ein Baumeister, er ist ein Künstler, der bauen kann. Sie sind verhaftet, weil sie ein Krimineller sind. Ich hole ihn mit. Oh mein Gott. Angriff. Sie sind verhaftet. Er ist down. Okay. Wir haben ihn besiegt. Gut gemacht. Er ist okay, weg. Officer Kidmaid. Schon wieder ein... guter Tag. Yippie-yay, Schweinebacke. Schlagen Sie ein! Hier. So, Leute. Ich meine, wir haben jetzt den Bösewicht erwischt. Ich gehe jetzt erstmal zu Frau Chaya, Alter. Ja, ich bin in der Küche. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like oder ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab. Und natürlich mein Instagram, Leute. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.